Um sich das zu trauen, braucht es einiges an Mut. Denn von der Hillside-60-Schanze in Oberstdorf geht die Fahrt ziemlich weit runter. Für die Sportler beim traditionellen Nachtspringen kein Problem. Im Probedurchgang konnten sie die Schanze zuerst noch einmal testen, bevor es ernst wurde. Den Wettkampf veranstaltet der Skiclub Oberstdorf schon seit vielen Jahren. Doch wirklich dunkel ist es eigentlich noch nicht. Ja, zum einen ist es Nachwuchs, da darf man natürlich nicht zu spät werden. Und der Wettkampf, der jetzt bevorsteht, der dauert ungefähr 1,5 bis 2 Stunden. Das heißt, wir kommen dann in die Dunkelheit rein. An so einem Abend natürlich auch traumhaft, weil man jetzt die ganze Stimmung mitbekommt. Von Sonnenuntergang bis in den Abend rein, wenn dann die Schanze unter Licht erstrahlt. Ich glaube, eine besondere Atmosphäre. Natürlich mit dem Wetter hat man heute richtig Glück. Bei dem Nachwuchsspringen traten 41 Teilnehmer in 5 verschiedenen Wertungsgruppen gegeneinander an. Eins haben sie alle aber gemein. Sie alle trainieren schon seit Jahren viel für den perfekten Sprung. Ja gut, Skispringen ist natürlich kein Breitensport. Also da kann nicht jeder mitmachen, sondern das sind natürlich die Nachwuchssportler aus den verschiedenen Vereinen, aus den verschiedenen Verbänden, die ja auch täglich trainieren oder zumindest mehrfach in der Woche trainieren. Und die machen das in der Regel schon seit mehreren Jahren. Pünktlich zu den beiden Wertungsdurchgängen stellte sich dann auch die richtige Atmosphäre ein. Bestaunt von vielen Zuschauern zeigten die Springer Sprünge nahe am Schanzenrekord. Der liegt bei 62 Metern. Die Bewertung der Kampfrichter funktioniert hier genauso wie bei den Profis. Beim Sprung ist es natürlich so, dass die Absprungphase, vor allem die Flugphase, natürlich bewertet wird. Aber ganz wichtig, das kennt man ja, den Telemark, die Landung, also die muss natürlich entsprechend sein und darauf achtet man natürlich als Jury. Und das andere ist natürlich die Weite, die steht auch hier eigentlich mehr im Vordergrund bei den kleinen Schanzern. Die wollen natürlich auch weit hupfen. Den weitesten Sprung des Abends mit 59 Metern schaffte Felix Althaus. Das Oberstdorfer Jungtalent errang damit auch den ersten Platz in seiner Altersgruppe.